alles noch aus der Wien. Aus der Kaiserzeit. Sehr barsch. Ja, da kommt dann schon. Kommt jetzt alles. Alle Kriegsteile da fallen da aus dem Jahr 1480. Was mir sagen kannst. Das rechte und das linke ist das, was vom Fallenden übrig blieb. So ein schönes Ding. Die Familie. Der Staff, das war dann. Genau, das war dann der Bruder oder. Sonst ein Verwandter, der fürs Vaterland starb und dann hat man das dann aufgehängt hier. Ja, das war schon schlimm. Ich meine, der andere, der erste Krieg da, der 70-71, das war ja damals die große Euphorie. Ja. Danach waren ja überall diese Reservistenvereine und Kriegervereine und die Reservistenkrüge und Pfeife. Und wie viele Einwohner hat heute? 65. Ich meine, was das zum damaligen. Damals, bis 2000. 2000 Einwohner waren und das ist eine stattliche Anzahl, das ist ja ein ganzer Jahrgang ist da. War ja auch eine ganz andere Situation. Wenn man so die so Übungshandgranaten und so. Da verstehe ich nichts weiter. So, das sind alles Biebesheimer Jäger. Das ist die Feuerwehr. Wo ist die Aufnahme entstanden da? Die ist im Hof in Sterneberg. Beim Hofbauer. Ah ja. Weißt du, was ist? Vorne der neben der Volksbank ist. Ja. Also, geil. Irgendwie hat er damit zu tun. Ich weiß nicht. Ja. Oh, das sind echte Löscheimer. Raue und sowas, was du so auf dem Bild festgehalten hast. Also von Vereinen. Ja, von Vereinen. Was waren das jetzt für Ehrenjungfrauen? Ja. Das sind die Ehrenjungfrauen. Oder? Ach so, Moment, die muss ich hier nochmal aufnehmen. Was haben die für besondere Verdienste? Die haben Schleier reingetanzt. Ah ja. Waren nachweislich alles Jungfrauen. Ich gehe davon aus, überhaupt das. Was nimmst du prüfbar ist? Dann irgendwann schwarz mit weißem Schleier und irgendwann fahren die weißen Braut. Achso, erst haben die den schwarz. Erst den schwarz? Dann schwarz mit weißem Schleier, ja, und dann irgendwann langsam hat sich das zu weißen Fiebel. Mhm. Das ist auch das Animalkleid. Wusste ich auch nicht, dass das so eine Entwicklung war. Was war das hier? War das so Hochzeitsurkunde? Oder das war zur Silberhochzeit. Da gab's ach so, Silberhochzeit. Silberhochzeit. In der Hähne wird immer so eine Rolle eingebracht, ja, wo das aktuelle Geld drin ist und der Gemeindevorstand, Gemeindevertretung. Ja. Die sind das im Laufen, das wird dann rein, wird zugelötet. Und wie lange sind die Dienste in Biebesheim? Das war der vorletzte, der immer kam. Ich glaube, in 50er Jahren kam der, oder? Ja. Mit Brause am Haus haben wir den letzten Hänger, der sind wir da. Ah ja. Brause. So Griffelkasten und alles. Ja. Das sind ein Farbkasten. Ja, ja. Die Kinder jetzt aus Griffel. Guck dich ganz groß an. Ja, das musste ich noch auf so einer Schiefertafel. Ja. Mir das heute jemand erzählt, dass man auf die erste Schuljahr auf einer Schiefertafel schreiben muss, das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen, in einem Original Schulranzen. Ist der älteste Biebesheimer? Ja, sage ich immer, er ist nicht der Biebesheimer, aber aus der Region. Wo wurde er gefunden? Hier in der Region. Wir gehen also im Moment so ein bisschen davon aus, es gab wahrscheinlich irgendwo einen Wiederaustiger, also einen Gutshof, dass er dazu gehört hat. Weil die dürfte damals, das war freigelassen, man sieht es, also es war ein Grieche wahrscheinlich. Ja. Und die dürfte sich nur darstellen in Grabmonumente. Oh. Die haben so eine Ausfallstraße aufgestellt normalerweise. Oh. Also, wahrscheinlich war da noch eine Frau dabei, das haben wir nicht nur dargestellt. Vielleicht sogar noch ein Kind, man sieht ja vorhin noch Dübel, ne? War wahrscheinlich noch ein Kind dabei. Ah, ja. Das war der älteste Flohweiber. Der älteste Flohweiber, genau. Norbert, du gehst jetzt mit mir in die Katakomben des Museums. Ja, da kommt man auch nicht rein. Da sieht man erstmal, was die hier für Schätze im Biebesheim gelagert sind. Das ist das Wichtigste. Ne? Ja.
wie du reinkommst, musst du zuerst auf den Kamm hinten gucken. Ja. Das ist ja das Highlight, oder eines der Highlights sozusagen. So, jetzt gehen wir direkt zum Highlight. Wie du willst, aber kann auch sein, wenn du rumschauen. So, Norbert, das ist hier das Highlight des Museums. Ja, Urnefelder zeitlicher Kammhelm. Ja. Circa 2300 Jahre alt. Davon gibt es nicht allzu viel in Europa, nur 15 Stück ungefähr. 15 Stück, ja. Und wir haben also auch hier den Kammhelm, den wissenschaftlichen Begriff Typ Biebesheim. Mhm. Es gibt also zwei Typen, den Typ Biebesheim und den Typ Mansgostheim. Und wie hat man die entdeckt? Oder? Die Gabe beim Kiesausbeute im Wechselsee mit raus. Das heißt, die haben das mal einen Signatstein auf und gut geglänzt. Die Bauarbeiter dort haben natürlich Skat rumgespielt, ist ja klar. Das war ja Gold angeblich dann, ja, weil es Bronze war. Ne. Geschäft kam dazu, Weibel damals. Ja. Und hat gesagt, okay, komm, ich gebe euch was dafür, ich kaufe die Dinge. Ja. Er hat die mitgenommen. Dann war die bei ihm offenbar im Kaminsims 20 Jahre. Irgendwann kam er, er wollte sie verkaufen. Und haben uns also bemüht, dass man wenigstens ein Original kriegt. Also das ist ein Original und eine Replik praktisch. Ne? Das eine ist umgekehrt, das ist in Darmstadt. Darmstadt ist auch ein Original und auch eine Replik. Das heißt also im Landesmuseum? Landesmuseum ist genau das gleiche im Prinzip, ja, aber nur umgekehrt, da ist das Original und das die Replik. Bei uns ist es eben so, das Original und das die Replik. Das haben dann die, ja, die, war das, das waren die Krieger, sagen wir mal, hast du die Bronzefiguren, also es ist sogar beschrieben in der Bibel sogar, was die getragen haben, also die Jungs. Ich muss sagen, da haben unsere Frau von Leistenstein das damals gewusst. Das ist ein Grab. Das ist ein Beigabe wahrscheinlich vom Kindergrab, davon gehen wir aus, da geht man aus, weil du vorne so einen Stapel hast dabei, wenn du guckst. Deshalb, also das war ein Grab oder ja, und da haben die Kinder, nicht wahr? Der hat mir Beigabe mitgegeben damals noch, ja. Und unter anderem eben so einen Schnabelkasten, damit das Kind auch drin gekommen. Ne? Und haben die gebaut und haben beim Bau... Das ist dann irgendwo gefunden, weil auch bei Baumaßnahmen oder sonst wo, bei was das jetzt rauskam, weiß ich nicht. Das ist unterschiedlich. Das zum Beispiel kam beim Marktplatzbaum raus hier. Ja, und das Schwert und so weiter? Das Schwert auch, das sind alles so Dinge, die irgendwann mal rauskamen. Problem ist halt immer wieder, wenn die Bauarbeit... Ein bisschen Schmuck und ein bisschen Farbinsel. Und das hat man so im Feld gefunden dann? Das findest du auch im Feld sehr gut, Begehung oder so kann man sowas finden. Ich meine, heute nicht mehr so sehr, aber zeitweise findet man sowas noch. Das hast du vielleicht als Bub schon mal in der Hand gehabt, wenn du auf dem Acker warst? Wenn du es versuchst, nichts mehr. Ja, du kriegst eine wirklich Ehrfurcht vor der Zeit. Denkst, wie lange das schon? Normalerweise. Die haben also auch ihre Austern hier gegessen, haben ihr Mantel, ihr Dattel springen lassen. Ja. Das ist alles gelaufen wie heute, sagen wir mal. Ja. Vor 2000 Jahren hat es mal funktioniert. Inzwischen, danach, ja, haben sie alles wieder vergessen, die Herrschaft. Ja. Das ist eine Einwegflasche. Ja. Boah. Ja, wie das war ja noch vorher. Die kam ja wieder aus Spanien und danach war die wertlos. Ja, konntest also nicht mehr irgendwo eintauschen. Konntest du nicht mehr zurückgeben, da gab es keinen Pfand dafür. Pfand dafür, Wahnsinn. Das heißt, die sind meistens dann zu anderen Zwecken bei uns genutzt worden, aber das sind halt hier so Steine, Bartsteine. Ja, aber sag mal, wenn einer das findet, wie sind Zufälle, dass das einer dann gerade entdeckt, dass das... Nein, da muss es Menschen geben. Es gibt Leute, die gehen auf der Ecke herum und suchen. Und es gibt Leute, die finden per Zufall was, aber die ist ja Eiszeit halt. Ja. Das ist alles original das bei uns hier, die bei uns gelegt habe ich da mal, die Funde sind alle aus dem Kies. Ne? Hier beim Kiesausbeute sind die rausgekommen. Früher kamen die halt noch am Stück raus, weil die ja mit Greifbagger gearbeitet haben. Später, als die mit Saugbagger gearbeitet haben, sind die ja meistens zerstört. Ne? Das ist ganz zerbröseln, dass man das gar nicht... Ja, du hast das gar nicht erkennt. Ne? Das natürlich der Flusspferde oder das ist... Doch, das ist was ganz klar. Sogar der... Oh, wie ist der denn? Der von Kriegsmann, der hat gearbeitet oder schon besser. Der Flusspferde teilt. Wahnsinn. Merowinger aus der Wingerzgasse. Naja, aus der Region stammt das Weingärten, ne? Der in den Weingärten, also wo wahrscheinlich auch schon römische Besiedlung war. Wahrscheinlich. Ja, auch. Ne? Naja, die, kann ich mich noch erinnern, wenn mir da geackert hatte, hat man dann das so. Das war nicht das auch gedacht, ne? Die von den Weinreben, die Stöcke haben wir dann oft, habe ich meinen Vater gefragt, was ist denn das für Wurzeln? Nee, ja. Aber das ist doch das in Weinstück. Das ist das Kinder. Ja, die finden
sowas findest du doch, wenn du 2 Meter in Boschmann wieder gehst im Keller. Ehrlich? Ja. Da haben wir mal vorher nicht mehr einmal gelichtet. Wie wir da drüben das Büro gemacht haben. Mhm. Und da haben wir, wie war das damals? Haben wir gesagt, es kann sein, dass was drunter ist. Ach ja, da war ein Vogel gemauert unten an der Mauer. Da haben wir gesagt, da müssen wir mal gucken, was drunter ist. Was ist da irgendwas? Da war ein Gemeindearbeiter, der sollte graben. Ne? Mhm. Da haben wir doch schon gesagt, ich finde Knochen, ich finde Knochen. Norbert, ich bedanke mich für die wirklich tolle Führung und sag da noch mal bitte was zu den Öffnungszeiten vom Museum. Das Museum ist normalerweise jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Und dann gibt es noch Sondereröffnungen zu bestimmten Terminen, wo wir also Sonderveranstaltungen machen, wie vorweihnachtliche Erzählstunde, magischer Jahresausgang, wo auch nachmittags geöffnet ist. Und halt immer mal in und die Galerie ist dann erst das nachmittags noch geöffnet hier. Also die ist dann erst was von 17.30 bis 19.30 Uhr geöffnet. Ja. Aktuell habt ihr gerade eine Ausstellung? Zurzeit in der Galerie ist zurzeit die Frau Höllenriegel mit Bildern. Und im Sonderausstellungsraum Haushalt und Beruf Erfindungen, die das Leben, die Arbeit erleichterten.